Nicht mehr weinen, mein Schatz. Na komm, wir nehmen jetzt Abschied von Mucki, okay? Sag mal, Mama, wo kommt denn der Mucki jetzt hin? Der Mucki, der kommt jetzt in den Hamsterhimmel zu seinen Freunden. Das musst du dir vorstellen wie ein großer, bunter Jahrmarkt, wo Mucki ganz viel Spaß haben wird. Da gibt's Karussells, Autoscooter und jeden Tag Zuckerwatte. Aber Hamster fressen doch gar keine Zuckerwatte. Das stimmt, mein Schatz. Du hast recht. Ein Hamster frisst gar keine Zuckerwatte. Aber wenn ich dir sage, dass Mucki nirgendwo hingeht, sondern dass sich sein toter Körper ganz langsam auflöst und Mucki immer mehr verfault, bis seine Gedärme in die Erde reinsuchen und er von Würmern aufgefressen wird, dann traumatisiert dich das. Und dann schreibst du nur noch schlechte Noten in der Schule und dann kriegst du keinen Schulabschluss. Und Mama und Papa lassen sich scheiden, und zwar deinetwegen. Und dann musst du in Therapie. Und die wird aber nichts helfen. Und dann wirst du drogenabhängig und landest im Gefängnis, weil du eine Tankstelle überfällst. Also was frisst ein Hamster? Zuckerwatte. Genau, mein Schatz. Zuckerwatte. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann war Mucki eigentlich nur eine Ratte ohne Schwanz. Was meinst du? Sollen wir ihn da hinten unter der Tanne beerdigen? Hm? Das ist doch schön schattig. Na komm, sag tschüss, Mucki. Tschüss, Mucki.